Grüße Gemüse! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Shisha Brothers. Wir stellen euch wie immer eine Neuheit vor. Und zwar... Ja, so neu ist der gar nicht. Aber es gibt heute mal wieder einen von Capital Bra. Hier ist das Döschen. Der heißt Capital Bra Smoke Cherry Cherry. Kostet 18,90. Ja. Und entgegen dem Namen ist nicht etwa Kirsche drin. Nee, sondern Passionsfruchtbonbon. Genau, Passionsfrucht-Eisbonbon bzw. Passionsfruchtbonbon. Bonbon. Also, was sich die Marketingabteilung da gedacht hat, den Tabak Cherry Cherry zu nennen. Ja. Und da sowas reinzupacken, das muss man, glaube ich, nie verstehen. Also, ich habe den vor 2-3 Wochen bestellt. Und ich habe 2 andere Dosen noch von Capital Bra, die sind schon etwas älter. Und da ist mir direkt aufgefallen, der ist vom Schnitt definitiv besser geworden und genauso wie von der Feuchtigkeit. Ja. Weil die Dosen, die ich davor hatte, die waren echt sehr, sehr trocken. Da haben sie auf jeden Fall was verbessert, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir riechen mal dran. Ja. Schnurste, mein Sohn. Also es kommt auf jeden Fall eine leichte Frische mit und ja, dann kann ich es nicht genau identifizieren. Ja. Es riecht jedenfalls leicht säuerlich, zitrusartig und ich vermute mal, dass es die Passionsfrucht sein wird. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Hm? Ja, doch. Also es kommt was Kühles mit und es riecht schon nach Passionsfrucht, kann man schon sagen. Okay. Ja, auf jeden Fall ein sehr fruchtiger Geruch, würde ich sagen. Den Bonbon, ja, schon. Ich weiß halt nicht, wie Passionsfrucht schmeckt. Ne? Hm. Also ich kann das keiner Frucht zuordnen oder ich kann den Geruch allgemein nicht wirklich einer Frucht zuordnen, muss ich sagen. Okay. Es riecht angenehm, süß, süßlich und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen vom Geruch her. Gut, ich würde sagen, wir ziehen das ganze Zeug an und dann melden wir uns sofort wieder. Ja, willkommen zurück zur Quarzentwicklung. Genau, ich würde das Ganze mal anziehen und dann schauen wir mal, wie sich die Rauchentwicklung verhält. Let's do it! Ja. Ja, wird auch gleich nochmal ziehen. Quarzen tut's gut. Quarz auf jeden Fall richtig gut. Da kann man nichts sagen. Das passt. Gehen wir direkt über zum Geschmack? Ja, gehen wir gleich über. Was mir direkt auffällt, ich finde den extrem kühl. Ja. Also die Eisbonbon-Note kommt richtig, wobei nicht unbedingt die Eisbonbon-Note, aber die Frische von dem Eisbonbon, ja, die kommt auf jeden Fall stark durch. Wenn es Eisbonbon ist. Ich würde mal drauf tippen. Mhm. Also da nichts von Minze oder Menthol dabei steht, weil ja irgendwas davon drin sein muss, sonst wird es den ja bald nicht mehr geben. Ja. Es kommt auf jeden Fall eine starke Frische durch, fast noch kräftiger als bei dem Holster Eisbomb, finde ich. Okay. Also ich finde den von der Frische deutlich kühler und man merkt es auch stärker im Rachen. Und dann kommt so ein süßer, leicht zitrusartiger Geschmack mit. Und ich finde, es ist auf jeden Fall an Passionsfrucht angelehnt. Es schmeckt natürlich nicht 1:1 wie eine Passionsfrucht. Mhm. Aber man kann das auf jeden Fall erahnen, würde ich sagen. Also was ich zu dem zu sagen habe, sehr frisch, gebe ich dir recht. Und ich finde, der schmeckt 1:1 wie er riecht. Ich kann es nicht genau identifizieren, was es sein soll. Ja, also diese Frische, ja, und dann was Süßes. Dass er sehr süßlich schmeckt, das schmeckt man auch raus. Aber ich kann es jetzt keiner Frucht zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das schmeckt für mich so ein bisschen undefinierbar. Aber nicht schlecht oder so. Ja. Also ich muss einfach mal Passionsfrucht kosten und den dann danach mal testen. Das kommt schon hin. Und ist halt auf jeden Fall ein süßer Tabak. Ja, da gebe ich dir recht. Ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen Capital Bra Sorten, ja, ist das bisher der beste, finde ich. Echt? Okay. Ja. Na, kann ja auch sein, weil die was allgemein verändert haben, ja, am Tabak. Möglich. Aber die Marketingabteilung, also geht nach Hause. Geht nach Hause. Lasst uns den Job machen. Hättet ihr den irgendwie anders genannt, ich weiß zwar auch nicht wie, aber irgendein passender Capital Bra Song. Kapi, wir sind ready. Wir stellen uns ein. Melde dich. Eine Million. Ich würde den Tabak nennen Capital Bra. Nee, passt mir so gar nicht. Passt ja eigentlich auch nicht. Mach mal ein Lied über Passionsfrüchte, lieber Capital Bra. Genau.
Nee, also der schmeckt auf jeden Fall gut. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Ich würde dem Tabak solide 8 Punkte geben. Okay, ich hätte einen 7 gegeben, weil der Geschmack mich nicht so umhaut und weil ich halt nicht genau rausschmecken kann, was es ist. Also, Empfehlung für dich, iss mal eine Passionsfrucht und dann rauch den nochmal. Ja, das kommt auf jeden Fall rein. Werde ich tun. Auch hier würde ich wieder sagen, ist ein guter Sommertabak, weil er eben sehr frisch ist und süß ist er auch. Also für die Süßheit, Zuckerliebhaber unter euch da draußen, ist der auf jeden Fall was. Ja. Gut, dann war es das auch schon wieder. Kurz und knackig. Ja. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen lassen. Aber schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Mhm. Und am allerwichtigsten, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. Das war jetzt auch eine lange Weile. Ich muss erst mal überlegen, was du von mir willst. Kick. Enttäuschung. Einfach nur Enttäuschung. Empfinde ich da. Komm, hast du gekleckert? Hab ich gar nicht. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski. Bis zum nächsten Mal. Hab ich gar nicht gesagt. Gar nicht. Schneide ich mit rein. Machst du aus? Nö. Du bist dran.